Viertelfinale im Berliner Landespokal. Das bedeutet noch 3 Siege für die Mannschaften vom Berliner SC und TuS Maccabi bis zum DFB-Pokal. Und der BSC stand 2018 bereits im Finale. Damals verloren sie knapp gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Die Anfangsphase gehörte TuS Maccabi. Almeida kann die Flanke auf den langen Pfosten allerdings nicht verwerten. Dann eine gute Viertelstunde rum. Einwurf von der linken Seite. Almeida tankt sich da im Strafraum durch. Sein Pass findet am langen Pfosten noch keinen. Der Ball bleibt aber heiß. Denn Liebhold mit der Flanke von der Grundlinie. Torwart Dietrich ist dran. Aber Soltan mit dem Volley zum 1:0 für TuS Maccabi. Schöne Direktabnahme von Vasile Soltan. Gut nachgesetzt natürlich auch von Liebhold. Die Abwehr von Torwart Dietrich ist etwas zu kurz. Und dann ist es die verdiente Führung nach der Anfangsphase. Wieder Maccabi. Almeida mit der Ecke. Kopfball von Mello, abgefangen von Dietrich. Und dann baut BSC mal ruhig auf. Boateng. Langer Ball auf Kascha. Ball verloren gegangen. Gut nachgesetzt von Langhammer. Doppelpass mit Wölke. Und Diallo senzt Langhammer um. Das muss natürlich Strafstoß geben. Sofort entschieden vom Schiedsrichter. Auch beim Ansehen der Wiederholung gibt es da keine zwei Meinungen. Klares Foul im Strafraum. Elfmeter. Und der wird ausgeführt von Kascha. Sicher verwandelt. 1:1 für den BSC. Maccabis Torwart Saneke hat die Ecke zwar geahnt, kommt allerdings nicht mehr heran. Wieder Angriff von Maccabi. Abseits jedoch entschieden vom Schiedsrichter gespannt. Und dann beschwert sich BSCs Trainer Ristic etwas zu forsch und sieht die gelbe Karte. Gelb für den Trainer von BSC. War damit der Entscheidung von eines Schiedsrichters nicht einverstanden. Und dann Handspiel gepfiffen. Es gibt schon wieder Strafstoß für den BSC. Diesmal jedoch bei weitem nicht so eindeutig wie vorhin. Liebhold war es, der Vorbereiter zum 1:0. Matkovic fuhr vor mit der Flanke. Und dann sehen wir es, ist es klar, die Schulter. Der Arm geht zwar raus. Und Trainer Wolfgang Sandhove von Maccabi ist darüber so erbost über diese Entscheidung, dass er nach einer gelben Karte weiter diskutiert und dann klar die rote Karte sieht vom Schiedsrichter. Dann endlich die Ausführung des Elfmeters. Natürlich tritt wieder Martin Kascha an. Diesmal in die andere Ecke. 2:1. Spiel gedreht. Kurz vor der Pause. Maccabis Torwart Saneke springt erneut in die aus seiner Sicht rechte Ecke. Diesmal verlädt Kascha ihn aber. Und dann war Halbzeit. Jedoch gab es weiterhin Diskussionsbedarf über diese Elfmeterentscheidung. Und so aufregend die erste Halbzeit dann war, umso weniger Spannung vermittelte die zweite Halbzeit. 75. Minute bereits. Maccabi versuchte nochmal Druck aufzubauen. Dann Conte jedoch mit dem Ballverlust und der Konter läuft über Sabadest für den BSC. Schöne Flanke auf Wölke. Sehenswert verwandelt, allerdings gab es zuvor einen Pfiff. Abseits vom Schiedsrichterassistenten erkannt. Entscheidung vertagt. Dann nochmal Freistoß Wölke. Und Peitz mit dem Kopfball. Saneke pariert aber glänzend. Trotzdem gab es keine Hoffnung mehr für TuS Maccabi. Denn der Berliner SC gewinnt das Viertelfinale mit 2:1. BSC-Trainer Selko Ristic mit seinem Fazit zum Spiel. Man weiß ja, wie Maccabi ist und man ist aufgeregt klar, als Trainer und die Mannschaft genauso. Und ich glaube auch, dass die gelben Karten einfach viel zu früh waren, ist meine Meinung für beide Trainer.
vielleicht eine neue Linie, ich weiß nicht davon. Also, aber für uns war es gut zum Schluss. Und ich glaube, wenn wir zum Schluss auch ein bisschen besser ausspielen, dann wird es auch viel besser, das Spiel, also für uns besser ausgegangen. Wir haben so im letzten Drittel die Sachen einfach nicht gut gelöst dann. Aber lieber so als andersrum. Und gut gelöst und verloren. Auch nach der Partie debattierten die Spieler von TuS Maccabi noch mit dem Schiedsrichter gespannt aufgrund der zuvor getätigten Entscheidungen. Und am Ende sieht Doran Brok tatsächlich noch die rote Karte aufgrund einer nicht so schönen Äußerung gegenüber dem Schiedsrichter gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.